Ich wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie gaffen und starren mich an. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Siehe, dein Sohn. Siehe, deine Mutter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er erlitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Die Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es bei einem jüdischen Begräbnis Sitte ist. Am Ort der Kreuzigung war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Dort setzten sie Jesus bei. Ich begrüße Sie und euch alle in unserer Pfarrkirche St. Vincentius ganz herzlich. Nur wenige können hier in der Kirche sein, aber viele sind uns, hoffe ich, heute Abend oder in den kommenden Tagen durch diese Videoaufzeichnung verbunden. Wir haben uns im alten Teil der Kirche am Taufbecken versammelt. Die Taufe markiert den Anfang unseres Glaubens, unserer Glaubensgeschichte. Und was geschah in der Taufe? Wir wurden in das Geheimnis
von Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus hineingenommen. Die drei österlichen Tage, die Einsetzung des Abendmahls am Gründonnerstag, die Feier des Leidens und Sterbens Christi am Karfreitag und seine Auferstehung am Sonntag, am dritten Tag, all das ist ein einziges Geheimnis, das Geheimnis der Liebe Gottes, die bereit ist, zum Äußersten zu gehen. Das wäre mein Wunsch für Sie und euch alle, etwas von dieser Liebe am Osterfest zu spüren. Ich will nun das kleine Feuer, unsere Feuersäule segnen, mit dem wir dann die Osterkerze entzünden werden. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Nun will ich die Osterkerze bereiten. Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit und die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden die Leuchten in Ewigkeit. Behüte uns und bewahre uns Christus, der Herr. Christus ist wahrhaft auferstanden von den Toten. Sein Licht vertreibe das Dunkel in unseren Herzen. Lumen Christi.
Lumen Christi, Deo gratias. Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze. Töne wieder, heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat.
Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. Unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht, die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde am lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand,
der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. O Licht der wunderbaren Nacht, uns herrlich aufgegangen, Licht, das Erlösung uns gebracht, da wir vom Tod umfangen, du Funke aus des Grabes Stein, du Morgenstern, du Gnadenschein, der Wahrheit, Licht und Leben. O Licht der lichten Ewigkeit, das unsere Welt getroffen, in dem der Menschen Schuld und Leid darf auf Erstehung hoffen. Und nach dem Christus unser Licht, o Schuld, die Gottes Angesicht uns leuchten lässt in Gnade. O Licht viel heller als der Tag, den Sonnen je entzündet, das allem, was im Grabe lag, den Sieg des Lebens kündet. Du Glanz des Herrn der Herrlichkeit, du Heil der Welt in Ewigkeit, voll Freuden und voll Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, die Osternacht ist die älteste Vigilfeier der Kirche. Vigil bedeutet Nachtwache. Wir sind wachende Kirche, weil wir auf das Licht des Ostermorgens warten. Wir nehmen uns die Zeit, den Weg der Geschichte Gottes mit seinem Volk nachzugehen. Wir hören in den alten Texten die immer neue Botschaft, dass Gott sein Volk und alle Menschen in sein Herz geschlossen hat. Die vier alttestamentlichen Lesungen, die wir gleich hören werden, könnte man so charakterisieren: Gott schenkt Leben, Gott erwählt und befreit sein Volk, Gott gibt umsonst, denn das Heil ist unbezahlbar. Gott erneuert den Menschen. Wir werden nun still und aufnahmebereit für sein Wort. Wir setzen uns. Der Schöpfungserzählung liegt kein naturwissenschaftliches Weltbild zugrunde. Die Kernaussage lautet: Gottes Geist erschafft aus dem Chaos den Kosmos, also eine geordnete Welt. In einer eigenen Erzählung
schildert das erste Buch der Bibel die Erschaffung des Menschen. Auffallend ist, dass der Herr zwar zum Herrscher über alle Tiere ernannt wird, aber er soll sich, wie auch die Tiere, rein vegetarisch ernähren. Das bedeutet, das Leben als Kampf ist erst die Folge einer Entfremdung der Schöpfung von ihrem Ursprung. Später wird deutlich, dass nur Christus die aus den Fugen geratene Welt heilen und heimholen kann. Der Kolosserbrief wird es so ausdrücken: Alles ist durch Christus und auf ihn hingeschaffen. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Preist den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie einen Mantel. Du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Sende aus deinem Geist.
das Antlitz der Erde wird neu. Du lässt die Quellen sprudeln in Bäche, sie eilen zwischen den Bergen dahin. Darüber wohnen die Vögel des Himmels, und aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Singe aus deinem Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für den Ackerbau des Menschen. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr, mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen und ihm die Erde anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Hilf uns, den gemeinsamen Lebensraum alles Lebendigen zu bewahren und in der Kraft deines Geistes den Verlockungen der Selbstsucht und der Habgier zu widerstehen, damit wir teilhaben an deiner ewigen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Die Urerfahrung der Liebe Gottes im Bewusstsein Israels ist die Befreiung aus Ägypten. Der Durchzug durch das Rote Meer unter der Führung des Mose gewinnt in der Erzähltradition legendäre Züge. So ist das, wenn Erlebtes vermittelt werden soll. Viele Menschen erfahren Gott, damals wie heute, als den, der wirklich da ist und die Not der Menschen sieht. Christus ist der neue Mose. Er führt uns in ein neues Verhältnis zu Gott. Der alte Mensch ist in sich gefangen. Das meint Erbsünde. Er wird zum neuen Menschen durch die Taufe, das heißt durch die heilende Erfahrung der Nähe Gottes. Untergehen und Auferstehen sind zwei Seiten einer Wirklichkeit. Das ist die Kernaussage. Die Darstellung Gottes als Krieger, der die feindliche Streitmacht vernichten schlägt, ist für uns allerdings befremdlich geworden. Die eindeutige und klare Unterscheidung zwischen Guten und Bösen erscheint uns problematisch. Wir müssen unser Gottesbild immer neu prüfen und hinterfragen. Lesung
aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten. Und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Rede an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Wasser. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zur Rettung geworden. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Den Gott meines Vaters will ich rühmen. Der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Vorkämpfer versanken im Roten Meer. Fluten deckten sie zu. Sie sanken in die Tiefe wie Steine. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Deine rechte Herr ist herrlich an Stärke, deine rechte Herr zerschmettert den Feind. Du lenkest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Du wirst sie hinbringen und einpflanzen auf den Berg deines Erbes. Denn du, Herr, zu deiner Wohnstätte gemacht hast, um dich niederzulassen. Zu deinem Heiligtum, Herr, von deinen Händen gegründet. Der Herr ist König für immer und ewig. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ohne Geld einkaufen, was das Herz begehrt. Welche Utopie. Es gibt Dinge, die bezahlbar sind, aber ohne Nährwert. Aber es gibt auch Dinge, die äußerst wertvoll sind, aber mit Geld nicht zu bezahlen. Die Frage lautet,
Was lässt uns wirklich leben? Aufleben und nicht nur überleben. Der Prophet sagt es so: Neigt euer Ohr dem Herrn zu. Hört und ihr werdet aufleben. Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und ihr werdet aufleben. Ich schließe mit euch einen ewigen Bund. Die Erweise der Huld für David sind beständig. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen. Und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir, um des Herrn, deines Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nah. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. Die Recht von Herzen suchen Gott.
bleib zu aller Zeit gleich wie der Grund der Erde. Durch deine Hand bereit. Allmächtiger, ewiger Gott, du einzige Hoffnung der Welt, durch die Propheten hast du die Heilsereignisse angekündigt, die sich in unseren Tagen erfüllen. Erwecke du selbst in uns das Verlangen, dir immer treuer zu dienen. Denn niemand macht Fortschritte im Guten, wenn ihn nicht deine Gnade führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 587 vor Christus und der Katastrophe des babylonischen Exils ist Israel demoralisiert. Wird es einen neuen Anfang geben? Wie könnte er aussehen? Wird dann alles wieder auf Null gestellt? Wird Gott auf Reset drücken? Nein, denn dann würde sich alles nur wiederholen. Es braucht nicht nur einen neuen Anfang, sondern einen neuen Menschen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Sagt zum Haus Israel: So spricht Gott der Herr. Ich nehme euch heraus aus den Nationen. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Ich will in einer Schar einherziehen, ich will in ihr zum Hause Gottes schreiten, im Schall von Jubel und Dank,
in festlich wogender Menge. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten. Sie sollen mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Ich komme zu Gottes Altar, zum Gott meiner Freude und meines Jubels. Ich will dir danken zur Leier, Gott, du mein Gott. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu. Was dunkel ist, wird Licht. Was tot war, steht auf zum Leben, und alles wird wieder heil in dem, der der Ursprung von allem ist. In unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünden sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Danket dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. Rechte des Herrn sie erhöht, die Rechte des Herrn Taten der Macht vollbringt sie. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen,
Er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und voll Freude. Und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern und Schwestern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe kleine Gemeinde hier in der Kirche und alle, die uns durch die Videoaufzeichnung österlich verbunden sind. Einige sind ganz sicher besonders hier unter uns, deren Fotos hier in den Kirchenbänken zu sehen sind. Die Aufzeichnung heute Abend begann mit der Einblendung des Kreuzes, das von Kerzen umrahmt, hier am Karfreitag zur Verehrung aufgestellt war. Es wurden Schrifttexte eingeblendet, die das Geschehen auf Golgotha im Lichte alttestamentlicher Verheißungen deuten. In unserer Pfarrkirche konnten wir auch die Darstellung des aufgebahrten Leichnams Jesu hier im Marienaltar zeigen. Am Beginn der Feier dieser Osternacht stand also die Inszenierung des Todes, der als bittere Realität auch durch das Osterfest nicht einfach aus der Welt zu schaffen ist.
Die Corona-Krise erinnert uns nachdrücklich daran, das Leben ist kostbar. Es ist nämlich bedroht. Das Leben ist ein Geschenk, das wir oft zu wenig würdigen. Wir formulieren Ansprüche und lernen jetzt neu, worauf es wirklich ankommt. Hilft uns dabei der Schandpfahl des Kreuzes Christi, dieser materialisierte Inbegriff des Scheiterns einer Hoffnung? Das Kreuz als Zeichen der Erlösung und des Heiles zu sehen, als Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt, das mag uns Gewohnheit geworden sein. Es ist aber heilsam daran zu erinnern, dass eine solche Sicht nur durch die österliche Erfahrung der Menschen möglich wurde, denen der Auferstandene auf fast unbeschreibliche Weise begegnet ist. Diese Begegnungen nennt man Erscheinungen. Die ersten Zeugen lernten, dass die Ohnmacht einer gekreuzigten Liebe stärker ist als jede Selbstbehauptung und das Festhalten an Machtansprüchen. Die göttliche Liebe zu begreifen, das kann nur auf dem Weg durch die eigene Ohnmacht hindurch, durch das Bestehen der eigenen Grenzen gelingen. So steht das Kreuz als Zeichen unserer Widersprüchlichkeiten vor uns. Wir wollen Gott die Ehre geben und sind doch stets um uns selbst besorgt. Wir wollen Gutes tun und sind doch schwach. Wir wollen eine gerechtere Welt und richten uns in einer bequemen ein. Wir wollen alle Menschen lieben und können den Nachbarn nicht ausstehen. Alles Leid, alle Widersprüche, alles Dunkle und Unverstandene soll sich durch die Osterbotschaft auflösen wie ein Albtraum beim Erwachen oder wie ein Missverständnis? Ist das Ostern, dass all dies einfach verschwindet und wir zu Lichtgestalten werden? Ich bin überzeugt, wenn wir in einer vielfach bedrohten Welt und im Wissen um die Ängste vieler Menschen von Auferstehung sprechen, dann müssen wir das leise und verhalten tun. Der Glaube an die Möglichkeiten Gottes kommt eher auf leisen Sohlen daher und schleicht sich wie ein bescheidenes Dennoch in das Herz des Menschen. Dieser Glaube ist zerbrechlich. Und jede falsche Attitüde tut denen weh, die vorerst untröstlich sind. Einem leidenden Menschen hilft man vor allem durch Präsenz, durch wortlose Nähe und das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht. Im gemeinsamen Suchen und Tasten mag es dann geschehen, dass sich in einem Menschen, der leidet und die Welt nicht mehr versteht, eine innere Stimme meldet, die ein zaghaftes Ja spricht. Dieses Ja erwächst nicht aus der eigenen Tapferkeit, sondern aus einer göttlichen Tiefe, aus dem Geheimnis seiner verborgenen Gegenwart. Das ist Ostern. Das Osterevangelium nach Matthäus beginnt mit einem Friedhofsbesuch der beiden Marias. Wie alle Trauernden suchen sie die Nähe des geliebten Menschen.
Was dann geschieht, ist die Schilderung des Evangelisten, in der Schilderung des Evangelisten zwar recht spektakulär: Erdbeben, blitzender Engel im weißen Gewand, Stein wird weggewälzt, Grabwächter wie tot. Aber nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass das alles nur Begleitmusik ist. Der eigentliche Akteur, der Auferstandene, bleibt unsichtbar und meldet sich auch nicht zu Wort. Ein Engel, ein Bote, ein Vermittler also, deutet das Geschehen. Die Frauen sehen aber nur das leere Grab, nicht den Auferstandenen. Ob sie verstehen? Noch nicht. Dazu müssen sie erst gehen. Geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden, und geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Im Gehen verstehen. Auf einem Weg sind Begegnungen möglich. Die Frauen begegnen dem Auferstandenen und umfassen seine Füße. Aber noch ist nicht die Zeit zum Festhalten. Um wirklich zu begreifen, was Auferstehung heißt, müssen sie mit den anderen Jüngern zurück an den Anfang der Geschichte nach Galiläa. Man könnte ja meinen, wenn wir dem Auferstandenen begegnet sind, dann ist alles, was vorher gewesen war, nicht mehr von Bedeutung. Das Gegenteil ist der Fall. Erst durch die Auferstehung Jesu wird alles, was er verkündet und getan hat, bestätigt und bleibt gültig. Dass den Armen die frohe Botschaft verkündet wird, den Blinden das Augenlicht, den Sündern die Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen. Aus dem galiläischen Frühling wird sozusagen ein wärmender Sommer, gefolgt von einem Herbst mit bunten Farben und reifen Früchten. Eine österliche Kirche ist dann wie der lebendige Leib Christi, der durch die Zeit schreitet. Manche würden sagen, wir hätten derzeit eher eine winterliche Kirche, die mit wärmender Sonne oder buntem Herbst nur wenig zu tun hat. Aber man täusche sich nicht. Im Winter wächst das Brot, lautet ein bekannter Buchtitel von Ida Friederike Görres. Es gibt also Grund zur Hoffnung. Im Winter wächst das Brot. 2000 Jahre Osterglaube ohne irgendeine Grundlage, hervorgerufen nur durch einige Halluzinationen, die wir Erscheinungen des Auferstandenen nennen? Das anzunehmen wäre genauso unsinnig wie zu glauben, dass 5 oder 6 Funken das Wasser in einem großen Kessel zum Kochen bringen könnten. Um im Bild zu bleiben, am Anfang der Kirche brodelte es kräftig im Kessel. Aus einer jüdisch-christlichen Splittergruppe wurde eine Bewegung, die in wenigen Jahrhunderten den gesamten Mittelmeerraum erfasste. Gewicht und Wahrheit der Botschaft wurden mit dem eigenen Leben bezeugt. Ein Leben für die anderen ist bis heute die Nagelprobe für den Osterglauben. Es gibt auch in Corona-Zeiten Zeugnisse lebendigen Glaubens, unzerstörbarer Hoffnung und tätiger Liebe. Der Glaube, den wir in der Glaubens- und Lebensschule Jesu in Galiläa gelernt haben, den sollten wir auch miteinander teilen. Niemand von uns
geht den Weg allein. Wir hören aufeinander und wir lernen voneinander. Wir sind Glaubensgemeinschaft. Amen. In dieser hochheiligen Nacht, in diesen österlichen Tagen, lasst uns aus ganzem Herzen um die Fülle der Erlösung und das Geschenk eines Neubeginns für die gesamte Welt bitten. Wir beten für alle Menschen, die sich in diesen Wochen einsam und verlassen, ausgeliefert und hilflos fühlen. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich in der Bewältigung der Corona-Krise bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit für andere einsetzen. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die bei den komplexen Fragestellungen und den widerstreitenden Interessen in der Krise verantwortungsbewusst nach Lösungen suchen.
Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die in Hunger und Armut leben müssen, die unter Gewalt und Todesangst um den Verlust ihrer Heimat leiden. Besonders denken wir an die geflüchteten Menschen in unserer Stadt. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Verantwortlichen von Misereor und den anderen kirchlichen Hilfswerken, die sich um ein gerechteres und friedlicheres Zusammenleben der Menschen bemühen und an der Umsetzung nachhaltiger Konzepte beteiligt sind. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Gemeinden, St. Vincentius, St. Johannes und Heilig Blut, für St. Marien, St. Jakobus, Heilig Geist und Herz Jesu, die in dieser Krise auf die Kraft von oben, auf das Sichtbarwerden des wirklich Wichtigen und auf österliche Erneuerung hoffen. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere evangelischen Schwestern und Brüder und alle Christen weltweit, die das Zeugnis einer unzerstörbaren Hoffnung geben wollen. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du hast den Tod besiegt und uns das Leben gebracht. Dir singen wir den Lobpreis in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Herr Gott der Mächte, Erd und Himmel, deiner Ehre voll, Hosianna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus,
das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, bis du kommst, in Herrlichkeit. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung Erstehung preisen wir, bis du kommst, bis du kommst, in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das geopferte Lamm vor Augen, Jesus Christus, der uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, Jakobus und Johannes, dem heiligen Vincentius, dem heiligen Karl Wanger und seinen Gefährten, der seligen Schwester Maria Euthymia und allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus in Rom, unseren Bischof Felix in Münster und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, die Ordensleute, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde, die Gebete aller, die uns in dieser Feier verbunden sind. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich auch unserer lieben Verstorbenen, aller, die in diesen Wochen ihr Leben lassen mussten aufgrund der Epidemie, aller, die gestorben sind im Einsatz für andere, aller, die mit uns gelebt und gewirkt haben in dieser Gemeinde, aller, die jetzt über Erden stehen, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig
und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat der Auferstandene in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Das war sein Passwort, um die Herzen der Jünger zu erreichen. So bitten wir ihn, den Auferstandenen, schau nicht auf unsere Blockaden, nicht auf Sünde und Schuld, nicht auf Not und Verzweiflung, sondern auf unsere Sehnsucht nach dem wahren Frieden. Schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Schauen wir uns österlich erlöst an.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr. Halleluja! Wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lasst uns nun Festmahl halten in Freude. Halleluja! Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Gemeinde, ein Herz und eine Seele. Gemeinde ist hier sichtbar
nur durch wenige, die mitgefeiert haben in dieser Kirche, durch viele, die ihr Bild uns zur Verfügung gestellt haben und mit denen ich mich natürlich besonders verbunden fühle, aber auch mit der Mehrheit jener, die zu Hause geblieben sind, zu Hause bleiben mussten und sonst sicher mitgefeiert hätten. Und ich fühle mich verbunden mit den evangelischen Pfarrern und Pfarrerinnen. Sonst war es hier immer Brauch, in der Osternacht sie hier zu begrüßen, und sie haben uns dann auch einen kleinen Ostergruß geschenkt. Und anschließend wurden wir eingeladen in das evangelische Gemeindehaus, um dort gemeinsam Osterlieder zu singen, einen Wein zu trinken und es uns gut gehen zu lassen. Das ist alles nicht möglich in diesem Jahr, aber ich möchte diese Verbundenheit auch in dieser Situation besonders zum Ausdruck bringen und Ihnen allen, die ich erwähnt habe, ein frohes und gesegnetes Osterfest wünschen. Ich bin sicher, es ist anders, aber deswegen nicht schlechter und nicht weniger tief erlebt. So lassen wir uns nun segnen und senden. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja.